Nintendo! Woohoo! Ja, wir spielen wieder ein Nintendo-Spiel, meine lieben Freunde. Und zwar spielen wir Pokémon Kolosseum als Entschuldigung für den Scheiß, den ich bei Pokémon Weiß Edition geliefert habe. Ihr dürft also ab jetzt wissen, Pokémon Weiß Edition 2 wird abgebrochen, weil es schaute sich eh so gut wie keiner an. Es kam auch nicht das gewünschte Feedback. Wie gesagt, ich wollte ein Let's Play daraus machen, also mit euch spielen, das kam nicht an. Und dementsprechend lege ich es erstmal aufs Eis, bis ich das Feedback bekomme. Okay, spiel bitte weiter, weil wir möchten das sehen. Okay. Genug deswegen, wir erstellen unseren Charakter und zwar Ice Edge. So. Oh nein. Nein. Da baue ich ja schon. Crap mit meinem Namen, also fällt schon am Start. Yeah. Na. Pfui, Spinne. Was mache ich denn hier? So. Ist Ice Edge okay? Ja, das ist okay. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Intro. Ich halte mal kurz den Sabbel. Yeah, was für ein Hardcore-Intro. Ja, Pokémon Kolosseum, einer von zwei GameCube-Ablegern, wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es glaube ich nur zwei. Und zwar gab es dazu noch Pokémon XD. Ich spiele das Ganze auf dem Dolphin 3.5, Revision 367. Und muss sagen, es läuft relativ flüssig, wenn man einen halbwegs gescheiten PC hat. Hier und da werdet ihr merken, dass ich mal einen kurzen Frame-Riss habe. Da kann ich aber leider nichts machen, weil es ist halt ein GameCube-Spiel und es läuft per Emulator und da weiß man ja, dass es ab und zu sowieso ein klein wenig rumspackert. Oh Mann, ich bin pappsatt und nach getaner Arbeit schmeckt es gleich nochmal so gut. Wir haben auch eine ziemlich fette Beute an Land gezogen, was? Ich schätze, der Boss wird diesmal ordentlich was springen lassen und zwar nicht zu knapp. Was für ein Tag. Und los geht's. Düs, düs, düs. Ja, ich habe mir damals, als die GameCube rauskam, habe ich mir direkt die Pokémon Colosseum Edition gekauft. Oh, Nachrichten. Wie heute offiziell bekannt wurde, handelt es sich bei einem mysteriösen Komplex, der vor kurzem im Crow Canyon bei einer Explosion zerstört wurde, um das Versteck von Team Krall, einer Bande von Pokémon-Dieben, nach der bereits seit längerer Zeit, nach läng seit, ja, seit längerem polizeilich gefahndet wird. Erst die Explosion brachte den Standort des Verstecks ans Tageslicht, allerdings hatten die Verbrecher ihren Unterschlupf bereits verlassen. Es wird zurzeit untersucht, wie es zu dieser Explosion gekommen ist. Wir halten sie weiterhin auf dem Laufenden. Ja, Pokémon XD, auch ein relativ geiles Spiel, leider nicht emulierbar. Schon klar, ich habe so einen Blick für etwas. Du hast diesen Glanz in den Augen. Ich wette, du hast ganz hervorragende Pokémon. Vielleicht ergibt dich ja mal eine Gelegenheit für einen Kampf. Aber ich schätze, gegen mich hast du nicht die Spur einer Chance. Ja, das werden wir sehen. Also wir müssen eigentlich nur ihn anquatschen, damit der Trigger gesetzt wird. Und raus. Alles andere können wir später nochmal machen. Hey, einen Moment! So einfach kommst du mir nicht davon. Ich heiße Dr. Wily und ich will 8 Roboter herstellen, um die Weltherrschaft an mich zu reißen. Du siehst wirklich nicht wie ein gewöhnlicher Reisender aus, du siehst aus wie Mega Man. Na komm schon, lass uns eine Runde riskieren. Ja, pack dein Booster aus. Also los geht's hier entlang. Entschuldigung für die Mega Man-Anspielung, die musste sein. Ha, jetzt wird's heiß, jetzt geht's los. Komm schon, Vollgas! Brumm, brumm, jetzt gebe ich Gas.
Achtung, epischste Pokémon-Battle-Musik ever. Eine Herausforderung von Biker Wily oder Willy. Zigzags und Zigzags werden von Biker Wily in den Kampf geschickt. Und ich muss sagen, nachdem ich die Einstellungen angepasst habe, läuft es flüssiger. Es ist die zweite Aufnahme. Ich habe es eben mit Camtasia probiert, weil mir entfallen war, dass es über eine DirectX-Schnittstelle läuft. So, Nachtara, das Lieblings-Pokémon von Seelenqual Nummer 13. Beziehungsweise Seelenqual 13. Und Tiana Konfusion auf das andere Zigzags. Tiana hat einen höheren Speed, deswegen darf sie anfangen. Batz, weg. Jawoll, One-Hit. Damit liegst du im Staube. Nachtara und Tiana erhalten EP. Und Nachtara Biss. Baff. Durch die Beine hindurch. Und es will unseren Angriff senken. Es wird ihn nichts bringen. Die nächste Attacke wird ihn in den Boden malen. Ich weiß gar nicht, ob es hier Shinies gibt. Würde mich mal interessieren. Wisst ihr da vielleicht was drüber? Könnt ihr mir ja vielleicht mal in die Comments posten, ob es möglich ist, Shinies in das Spiel zu implementieren. Aber ich glaube, es gab kein Transfer-Pack für den GameCube. Den gab es ja damals so für die Nintendo 64. So, Nachtara hält 153 E-Punkte. EP. 153 EP für Psyana. Und damit ist der Kampf entschieden. Spieler besiegte Biker Wily. Tja, verloren? Da muss ich wohl noch etwas mehr trainieren. Und 240 Poké-Dollar für uns. Alle Achtung, du bist ziemlich stark. Respekt, Respekt. Vielleicht solltest du mal nach Phoenix fahren, westlich von hier. Da gibt es auch wesentlich stärkere Trainer als mich. Mit denen solltest du unbedingt kämpfen. Ja, und das werden wir auch tun. Ja, ich bin, wie ich bereits bei Phoenix Wright Part 7 schon sagte, zurück aus dem Urlaub und möchte für das, was ihr verpasst habt, natürlich einiges nachholen. Deswegen auch Pokémon Colosseum, weil ich habe da einfach mega imber episch Bock drauf, das Spiel zu zocken. Und, ja, warum dann nicht? Also, spielen soll Spaß machen, vor allem als Let's Player. Was bringt's mir, wenn ich scheiß Laune beim Zocken habe? Hey, was machst du? Du sollst festhalten, Mann! Was sagst du so einfach? Die hält nicht still. Wie soll man denn da festhalten? Hey, da drin! Lass dich brenzken! Dauert nicht mehr lange! Lass mich auf! Mist, der Knebel hat sich gelöst. Hey, Nervtüte, halt gefälligst die Klappe. Oh, verdammt, ich hatte der Kleine da etwa alles mitgehört? Tja, wenn du alles mitbekommen hast, bleibt uns keine Wahl. Dein Pech, Kollege. Eine Herausforderung von Finsterling Hain. Flurmel und Flurmel werden von Finsterling Hain in den Kampf geschickt. Ja, und hier ist mir eben bei der ersten Aufnahme die Framerate so ein kleines bisschen in den Keller gegangen. Ich will mal hoffen, dass sie jetzt halbwegs stabil bleibt. Ich denke mal, das wird mit der ganzen Wasseremulation zu tun haben, dass die Frames da so ein kleines bisschen abreißen. Also, da müssen wir dann halt jetzt mal kurz mit leben, sollte es auch hier passieren. Auch hier eine Konfusion von Psyana. Buff! Und ein Volltreffer, das heißt auf die Bretter. So, EP und Biss von Nachtara, wollen wir mal schauen. Buff. Ah, fast. Fast K.O. Und es schreckt zurück, sehr schön. Das heißt, nächste Runde down. Konfusion. Bam! Ja, um was geht es sich bei Pokémon Colosseum? Ohne viel zu spoilern, diesen Arm, den wir da geklaut haben in diesem Versteck. Oh, Nachtara reicht Level 27. Damit kann man Pokémon klauen. Oh, ich habe meinen Moss-Tiger im Bild. Ich weiß gar nicht, ob man den sieht. Böser Moss-Tiger auf du. Ich will es mal nicht hoffen. Damit werden bestimmte Arten von Pokémon gefangen. Was möchte ich jetzt nicht ganz spoilern. Aber darum geht es sich. Diese Bande erschafft böse, dunkle Pokémon. Und wir müssen die fangen und von dieser dunklen Seite befreien. Hey, wer mit meinem Flummel fertig wird, muss ein besonderer Trainer sein. Aber dieses Gesicht mit diesem Krall gab es doch.
Was ist los? Was geht hier vor sich? Hilfe, Hilfe! Hier sind Räuber! Blödsinn, wir sind doch keine Räuber, wir sind Kidnapper. Kidnapper, verstanden? Du Vollidiot, du redest uns noch um Kopf und Kragen. Und du, freu dich nicht zu früh. Klar, wir sehen uns wieder und dann zeigen wir dir und deinen Pokémon, was eine echte Hake ist. Oh je, ich glaube, da steckt jemand drin. Das ist fest verknotet. Was sind das nur für Kerle, die sowas machen? Der Sack ist mit einem Strick fest verbunden. Knoten lösen, ja bitte. Zieht an dem fest verknoten, langsam löst sich der Knoten, als er löst den Strick, mit der mit dem Sack verschlossen war. Und hey, Gott sei Dank, endlich frei. Aber wo bin ich? Wo haben mich diese Kerle hingebracht? Wir sind in Fineck, der Stadt der wasserblauen Quellen. Und dieser Junge hat dich aus den Händen der Gangster befreit. Hey, und wie er gekämpft hat, das war echt klasse. Schade, dass du es nicht sehen konntest. Ach, tatsächlich? Danke, aber wer bist du eigentlich? Aha, du bist also Ice Age. Mein Name ist... wir machen Werbung. Machen wir. Komm, machen wir. Passt zwar nicht rein. Hahaha, mach mal trotzdem Werbung. Warum? Weil ich's kann. So, ist Denis okay? Ist okay. So, ich heiße Denis. Schön, dich kennenzulernen. Die beiden haben mich in der Nachbarstadt überwältigt und gefangen. Ach, diese Kerle haben nicht zufällig, sagen wir, ungewöhnliches Pokémon eingesetzt, oder? Ein ungewöhnliches Pokémon? Nein, die Pokémon waren ganz normal. Aber was genau meinst du eigentlich mit ungewöhnlich? Ist wohl nicht so wichtig. Du fragst aus einem bestimmten Grund, oder? Vielleicht solltest du dich einmal mit dem Bürgermeister unserer Stadt treffen. Er ist sehr zuvorkommend, kann dir bestimmt irgendwie helfen. Das Bürgermeisterhaus findest du gleich links, wenn du die Treppe hinter dem Springbrunnen hochsteigst. Der Bürgermeister? Ja, eine gute Idee. Der Bürgermeister weiß bestimmt etwas. Sag mal, Ice Age, es ist vielleicht ein wenig unverschämt, aber ich kenne sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Könnte ich dich vielleicht für eine Weile begleiten? Klar. Danke, Ice. Ich wusste genau, dass du es sagen würdest. Wenn du bei mir bist, dann können diese Rowdies ruhig kommen. Wir werden bestimmt ein tolles Team, denkst du nicht? Ja, das denke ich. Denis schließt dich dir an. Yay! Seelenqual 13 tritt ihrem Team bei. So. Dann wollen wir doch mal. Ja, die Frames bleiben einigermaßen stabil. So, und hier soll das Bürgermeisterhaus sein. Ein Trainer auf Reisen, nicht wahr? Und mir scheint, du hast auch diesen speziellen Blick. Ich denke, dieser Blick gefällt mir. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass wir uns begegnen. Irgendwo, irgendwann. Der sah aber gar nicht nett aus. So, richtig. Gar nicht nett irgendwie. Das ist ja ein pummeliger, kleiner, süßer Bürgermeister. Ah, ihr müsst reisen sein. Willkommen in Fineck. Man nennt mich Maskat und ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Ihr wollt mich sprechen? In welcher Angelegenheit? Also... Nur zu. Wie kann ich denn einer hübschen jungen Dame behilflich sein? Ich habe da etwas gesehen. Du hast also etwas gesehen. Was hast du gesehen? Ein seltsames Pokémon oder, ein Pokémon mit einer dunklen Aura. Ich habe ein Pokémon gesehen, das war eine echte Kampfmaschine. Und dieses Pokémon greift auch Menschen an. Was? Unfassbar, ein Pokémon wie eine Kampfmaschine, das auch Menschen attackiert? Wenn das wahr wäre, wäre das ein schrecklicher Skandal. Alleine fällt es mir echt schwer, das zu glauben. Aber es ist wahr, Sie müssen mir glauben, Herr Bürgermeister. Ich habe dieses Pokémon gesehen, deshalb haben mich die Gangster gekidnappt. Sie hatten mich bis eben in ihrer Gewalt. Ich verstehe. Nun gut, ich werde unverzüglich eine Untersuchung anordnen. Wirklich? Danke, Herr Bürgermeister, danke. Aber nein, nicht zu danken, wirklich. Kriminellen muss man Einhalt gebieten, vor allem dann, wenn sie so hübsche junge Damen in Bedrängnis bringen. Gib mir nur ein wenig Zeit und ich werde bestimmt einige Informationen für euch sammeln können. Und noch etwas. Du siehst mir aus wie ein Pokémon-Trainer.
Das solltest du auf jeden Fall einen Blick in das Stadion von Fineck werfen. Es ist der ganze Stolz unserer kleinen Stadt. Wirklich ein prächtiges Stadion, wie es sich für unsere so blaue Wassermetropole gehört. So, sprechen wir trotzdem mal an. Was die rätselhaften Pokémon angeht, so werde ich bestimmt einiges herausfinden können. Und inzwischen solltet ihr das Stadion besichtigen. Es ist das Juwel unserer Stadt. Ja, und das werden wir auch tun, und zwar im nächsten Part von Let's Play Pokémon Colosseum. Ich bin IceAge88, ich hoffe, euch macht das Projekt Spaß. Schreibt mir unten in die Comments, was ihr davon haltet, und denkt vor allem daran. Schreibt mir mal, ob es wirklich Shinies hier gibt, das würde mich mal sehr interessieren. So, bis zum nächsten Part. Haut raus, ciao.